Das ist das neue iPhone 7 Plus. Ich habe es jetzt seit einer Woche bei mir und habe da meine ersten Erfahrungen mitgemacht. Und ich muss sagen, ich bin wirklich überzeugt von dem Gerät. Das Erste, was positiv auffällt, ist, dass es jetzt wasser- und staubdicht ist. Das war das iPhone 6S, 6S Plus, vorher auch schon irgendwie so ein bisschen. Jetzt ist es aber auch offiziell wasserdicht und man kann damit zwar nicht schwimmen gehen, aber muss jetzt im Regen keine Gedanken mehr machen oder wenn es halt doch mal im Badezimmer runterfällt, ins Waschbecken oder so, kann nichts mehr passieren, total gut. Nächste Sache, die wirklich überzeugt, ist die neue Kamera. Gerade im iPhone 7 Plus, jetzt mit zwei Linsen, einem Weitwinkelobjektiv und einem Zoomobjektiv, macht man tatsächlich gestochen scharfe Bilder. Ich war Anfang der Woche auf dem Oktoberfest und das Video, was ihr jetzt gerade seht, habe ich nachts nach der einen oder anderen Maß im fast schon strömenden Regen aufgenommen. Trotzdem großartige Bildqualität. Außerdem neu ist eine Porträtfunktion, die ist bisher noch nicht zu haben. Die kommt erst mit der nächsten iOS-Version. In der aktuellen Beta, die aber auf diesem Telefon schon drauf ist, geht das aber auch schon. Die Porträtfunktion bietet Folgendes. Man hat einen ähnlichen Blur- oder verwaschenen Hintergrundeffekt, wie man ihn sonst nur von Porträtaufnahmen von Spiegelreflexkameras kennt. Der große Aufreger beim neuen iPhone 7 und iPhone 7 Plus ist eigentlich gar keiner. Was wegfällt, ist hier die Kopfhörerbuchse, 3,5 mm Klinke gibt es nicht mehr. Apple setzt voll auf Lightning und Bluetooth, was tatsächlich in der Praxis keinen Unterschied macht, denn dem neuen iPhone liegt ein entsprechender Adapter bei. Das heißt, der Lieblingskopfhörer funktioniert auch weiterhin mit dem neuen iPhone. Wenn der Lieblingskopfhörer ohnehin die EarPods von Apple sind, ist das noch weniger ein Problem, denn die liegen weiterhin bei, jetzt aber sowieso schon mit Lightning-Anschluss. Außerdem hat Apple es nochmals geschafft, die Leistung deutlich zu steigern. Merkt man das in der Praxis? Kommt drauf an, was man mit dem iPhone so macht. Natürlich profitieren vor allem Spiele davon, aber auch Videoschnittsoftware etc. Was auch großartig und neu ist, ist, dass Apple endlich das 16-Giga-Modell rausgeschmissen hat. Das neue iPhone ist zwar ein bisschen teurer als das alte iPhone, zumindest im deutschen Markt, bringt dafür aber auch jeweils doppelt so viel Speicher. Also gibt es eigentlich mehr fürs Geld als im letzten Jahr. Trotz dieser Leistungssteigerung ist es Apple gelungen, die Prozessoren, die im neuen iPhone werkeln, etwas effizienter zu gestalten, so dass man beim iPhone 7 2 Stunden und beim iPhone 7 Plus eine Stunde mehr Akkuleistung hat. Die alles entscheidende Frage also, braucht man unbedingt dieses Telefon? Die Antwort ist, wahrscheinlich nicht. Wer viel fotografiert, wer viel filmt, wer viel spielt, wird da seinen Spaß dran haben. Grundsätzlich ist aber das iPhone 6S, das iPhone 6S Plus nach wie vor ein großartiges Gerät. Die meisten Neuerungen dieses Jahres kommen ohnehin mit dem Update auf iOS 10, was auf den bisher alten Telefonen genauso gut läuft wie auf dem neuen Telefon. Wer das Geld also nicht ganz so locker sitzen hat, kann getrost bis zum nächsten Jahr warten.